Kopfen einfach. Haha. Hättest du nicht gedacht, Spiel, hä? Oh, wir sind oben. Schön. Dann können wir ja jetzt auch... Leon hat einen Samen von einer Riesenpflanze gesät. Yay, und wir können sofort Mario-mäßig nach oben klettern. Ey, ist das geil. Interessant, interessant. Ich mag die Musik. Hört sich zwar sehr kirchlich an, aber... Bin ich jetzt im Himmel? Hüpf? Naja, so ziemlich, würde ich mal sagen. Oh, hallo Engel! Ich werde für immer singen, sogar im heiligen Himmel. Ah, das Christentum hat euch auch schon immer mal... Ein totes Hühnchen, hallo totes Hühnchen! Jeder kann sich hier verständigen, Tiere oder Menschen, wir alle benutzen die gleiche Sprache. Ach, das ist schön, dann ist ja gut, dass ich mit den Engelchen hier reden kann. Ich habe zu lange gelebt, es gibt mehr schwere Zeiten als gute. Tja, dumm gelaufen. Ich möchte gerne zu eurem Chef. Bist du der Chef? Schon lange wusste ich, dass du kommen würdest. Es mag zwar schwer sein, doch gib nicht auf. Der Kerl heilt uns! Geile Scheiße! Jetzt bin ich glücklich! Oh, hallo alter Mann! Du weißt gar nicht, wie lange ich schon hier bin. Ohne IE, also Korrekturleser, falls ihr noch leben solltet, da! Hier spielt die Zeit keine Rolle! Aber okay, anscheinend scheint wirklich gar keiner in diesem Spiel großartig Korrektur gelesen zu haben. Aber es geht ja um den Spielspaß, nicht um die Rechtschreibfehler. Trotzdem ist es leicht peinlich, wenn es doch ein etwas größeres Spiel ist. Zumindest ein Stinktier? Ja, das ist ein Stinktier. Hallo, kleines Engelchen. Ein Name? Das ist nur ein Etikett. Etwas Überflüssiges. Schön. Wo man möchte doch Leute irgendwie beim Namen nennen, weil hey du da wäre ein bisschen scheiße. Obwohl ich hier bin, erwartet meine Frau, dass ich ins außerordentlich gefährliche Darientale zurückkehre. Das Leben steckt voller Ironie. Wait. Du bist der Alte, der seine Frau da unten im Darientale hat alleine versauern lassen? Die Frau ist von einem Wolf angegriffen worden. Hallo? Gäbe es keinen Kampf, könnte die Familie glücklich zusammenleben. Also bitte. Aber Mapping, muss ich schon sagen, leicht einfallslos. Ich meine, okay, man hätte hier zum Beispiel noch ein paar Säulen oder so hinbauen können. Aber, naja, das ist Ansichtssache. Die Blumen lieben dich. Sie beginnen fröhlich zu tanzen, wenn du vorübergehst. Wenn du alle Blumen berührst, haben wir hier eine sehr heitere Atmosphäre. Oh, really? Dann mache ich das mal. Vielleicht hilft es mir ja weiter. Darf ich jetzt den ganzen Weg hier zurücklatschen oder kann ich hier unten? Nein, ich kann hier nicht runterspringen. Wäre auch zu schön gewesen. Aber hey, der Alte da drüben hat mich wenigstens geheilt. So. Latschen wir über alle Blumen, weil sie so fröhlich sind. Aber ich habe keine Lust da drauf. Nee, das muss ich mir nicht antun. Gehen wir einfach weiter. Mal sehen. Alle, hopp. So, jetzt muss ich ganz... Ach du Scheiße. Los. Stirb, Biene. So. Sag mal, was bist denn du für ein Typ? Hallo? Wenn ich auf dich schieße, was passiert denn dann? Hä?
Ach komm schon, stirb, Biene. Okay. Muss wahrscheinlich von Blumenei zu Blumenei. Alle hopp! Affe! Ah, und schon. Oh nein, was habe ich nur getan? Ich hätte das nicht tun dürfen. Geh weg, nervige Biene! Geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Jetzt frage ich mich ernsthaft, was am Turm von Babel so schwer sein soll. Also ganz ehrlich, dieses Ich-bin-unsichtbar-Rätsel. Hüpf! Warum da langlatschen, wenn ich da auch lang springen kann? Ich mach's mir halt einfach. Oh fuck. Oh fuck. Mit einer Biene im Schlepptau gehe ich da ganz bestimmt nicht lang. Da ist ein Ausrufezeichen. Da ist ein fucking. Ach so, wegen voll vorsichtig sein, ne? So, jetzt. Vorsichtig! Ach du Scheiße, das bricht zusammen! Das hab ich jetzt nicht gewusst. Baut sich das auch wieder auf? Ja. Ha! Hüpfi die Hüpf-Hüpf. So. So, Flamme abgewehrt, beziehungsweise nicht abgewehrt, sondern da geht es irgendwo lang, wo ich wahrscheinlich noch gar nicht lang will. Ach, gehen wir einfach rein. Hallo? Jemand zu Hause? Wahrscheinlich hier lang. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse solche Sachen. Sowas von. War ich jetzt zu schnell? Oh, da ist ein Knopf. Ich ahne schon, was ich da machen muss. Ich muss nochmal zurück. Ich muss erstmal den Knopf betätigen, bevor ich da lang kann. Und dann erst. Dann. Hm? Ah, okay. Okay, nochmal. Ha, da steht auch Jump! Ja, das war zu früh. Das war eindeutig zu früh. Okay. Alli, hüpf! Und schon bin ich dran. So, wo geht's denn hier lang? Zu schwingenden Plattformen? Sag mal, was war das jetzt? Ich muss zur Mitte. Aber da in der Mitte ist nichts. Ah! Doofes Spiel. Lässt mich nur unnötig trollen. So.
So, jetzt mache ich mal den Leoparden aus, weil Leopardenmodus ist gerade etwas unpraktisch, wenn ich gar nicht so weit springen darf. So. Hallihöpf. Ah. Nein! Verdammt! So. So. Jetzt können wir hier durch. Ach du Scheiße. Kisten schieben Deluxe, Mann. Kisten schieben Deluxe. Machen wir das so. So. Dann müsste es eigentlich klappen. So. Perfecto Mundo. Schon haben wir ganz viel Geld. Absolut unnötig. Aber hey. Oh, I see what you did there. I see what you spiel fucking did there. Ich darf hier jetzt wieder zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich was falsch gemacht habe. Oh nein! Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich sehe es doch kommen. Ich sehe es doch. Und ich komme natürlich nicht zurück. Wie denn auch? Bin jetzt leicht angenervt. Und nur ganz leicht. Kein Grund zur Panik. Ah! Scheißendrecken. Blöken. Ich weiß jetzt nicht, wie wir hier weiterkommen. Wann habe ich eigentlich gespeichert? Ich habe jetzt Lust zu speichern und mich mal eben so ein paar Mal von der Klippe zu stürzen. Also rein zufällig. Aber erstmal ein bisschen. So. So ein bisschen entschwitzen. Ich komme hier nicht woanders hin. Hüpf. Hüpf. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Das könnte jetzt echt eine Weile dauern. Selbstmord ist in Soleil immer eine Lösung, wenn man nicht weiterkommt. Aber wir wissen schon mal, wo wir nicht lang dürfen. Lauf! Ja, los! Ich will wieder an Anfang der Map. Habe ich überhaupt wirklich gespeichert? Noch ein paar Mal speichern wäre von Vorteil. So. Jetzt dürften wir rein theoretisch wieder an den Anfang der Map kommen. Das heißt, wir können dann wieder bla bla das Zeitalter ohne Dunkelheit oder nicht. So, heiliger Himmel. Holy shit. So, jetzt lassen wir uns nochmal von dem alten Klabautermann hier. Bla bla bla, du machst mich wieder heile. Du machst mich wieder voll, ist alles schön und gut.